In Hamburg sagt Moin und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren SBB-Video auf meinem Kanal. Und Freunde, es ist die geilste Woche im ganzen FIFA, finde ich immer, wenn Premier League Tots rauskommt. Die Weekend League wird anders schwitzig, ich verspreche es euch. Ich weiß nicht, wer der ein oder andere schon die Weekend League beendet hat, aber die wird wirklich ekelhaft. Oder Seko? Also, da hast du auf jeden Fall recht, mein Freund. Ja, der Mohamed Salah ist am Start. Geisteskranke Woche. Wartet uns, keine Ahnung, Digga. Karten sind einfach geil. Salah. Ja, also Karte ist geisteskrank. 4 Sterne, Week Full, 4 Sterne. Ich hab gerade was gemacht, das ja. Was? Nee, es passt schon, passt schon. Also 4 Sterne Skills, 4 Sterne Week Full, linker Fuß. Ist eigentlich gar nicht so nice. So 5 Sterne Skills wären auch besser gewesen, aber eine 97er Karte, Digga, die müssen wir testen. Und deswegen machen wir das SBB. Bevor wir da aber ins SBB gehen, habe ich noch was ganz nice für euch. Freunde, Lootboy hat wieder ein mega nices Angebot für euch. Denn wenn ihr 10 FIFA Points 2022 Packs kauft, bekommt ihr ein garantiertes FIFA Points Pack. Also auf jeden Fall, wo FIFA Points enthalten sind. Ich würde mal sagen, wir kaufen hier 10 Packs von und wir schauen mal, was drin ist. Okay, okay, ein PC-Game, cool, cool, cool. Machen wir weiter auf, ein PC-Game, ein weiteres, eine Desert Eagle, ein Skin. Was hier, noch ein PC-Spiel. So, Freunde, das garantierte FIFA Points Pack haben wir auch noch, weil wir 10 Packs gekauft haben. Was ist da drin? Es sind 500 FIFA Points drin. So, Freunde, ich blende jetzt noch den Code ein für die 500 FIFA Points. Und mit dem Code NHEISEN-02 kriegt ihr noch ein kostenloses Community Pack bei der Registrierung. Und nun geht's weiter mit dem SBB. So, Freunde, lasst gerne übrigens einen Daumen da, lasst ein Like da, check Seko ab, Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein. Ich halt rein, Brudi, guck mal rein hier. Okay, mein Freund, also, ja, die Teams werden auf jeden Fall natürlich teuer heute. Alleine schon Salah kostet 3 Millionen, ne? Ja. So, vorne im Sturm gehen wir mal direkt mit einer Moments-Karte, und zwar von Butra Gueno. Okay. Und passend dazu der Ansu Fati. Aha, okay, ich habe Firmino für den Green Link und Neymar stehen. Ich weiß nicht, wann ihr oder wann ihr das Video anseht, aber wir können wirklich, wir haben ihn gerade gekauft. Es ist 21 Uhr für 3 Millionen. Also wir haben beide hier Geld in die Hand genommen heute für das Video. Ja. So, ich füge mal meinen Einbruch. Komm, let's go. Im Sturm habe ich eine Foot Hero Karte, weil ich einen Green Link unbedingt brauche. Deswegen, es ist Cahill und im linken Flügel habe ich dann Danjuma. Ich habe auch so eine, wie heißt Hero-Karte, mein Freund? Und zwar Ljungberg. Oh. Ljungberg. Okay. Und Fabinho im Sturm, okay, kannst du auch behalten. Nice, wichtig, wichtig, wichtig. Ja, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Geh mal weiter ins Mittelfeld. Also, wir machen direkt hier weiter, Jungs. Ja, die drei Namen. Ich sag mal so, links Icon will schmecken. Ich habe gehofft, du gehst auf... Ja, erzähl. Ich baue dir nicht mal meine SBBs ein. Also es reicht langsam. Das weiß wirklich mittlerweile jeder, dass ich den hab. Danny hat mit denen schon gesniped. Wakes hat den gesniped. Rullet. Hast du den? Seien wir ehrlich. Rullet! Ja, das war klar. Leute, das war's. Ich sag euch ehrlich, ich wurde heute auch zweimal angesprochen, sogar beim Fußballtraining, ob ich heisen bin und heute die Ehre bekommen, also die Ehre genommen wurde von Prones. Also so geht das schon rum. Also es ist wirklich langsam nicht mehr schön. Ist wirklich eklig. Nein, okay. Rulle ist für mich dann die Geschichte für immer. In der Mitte zentrales Mittelfeld ist Gündogan. Und rechts zentrale Mittelfeld ist der gute alte N'Golo Kanté. Ah, okay, okay, okay. Ich habe rechts Jones von Liverpool. In der Mitte dann Smith Rowe und links, wie gesagt, Hullet, mein Freund. Hullet, Hullet, Hullet. Ach, dann Joker so auf der linken Seite natürlich. Bronze-Keeper, ne? Bronze-Keeper natürlich. Ja. Bronze. Bronze natürlich. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin. Hier, als Vincenzi. Okay. Der alte Mann. Gut, ich hör mal rein, Digi. Mal schauen. Hast ein gutes Gefühl. Digga, bei mir, bei uns ist immer wirklich Wundertüte, wer gewinnt. Sag ich ehrlich. Immer verrückt. Okay, Wundertüte. Wundertüte dann in der Mitte erstmal mit Sissoko. Ich denke nicht, dass du den hast. Okay. Ja, ein paar Trotzkarten müssen ja natürlich mal auch reinkommen, ne? Ich habe ja eine stehen. Die Spanier. Genau, ist. Wie zum. Genau, Spanier ist, da hast du vollkommen recht. Ja, das ist der Rice von West Ham United. Und auf der linken Seite haben wir den Busquets. Ach, Digga, geh doch Rodri. Geh doch Rodri. Let's go.
Let's go, Digga. Let's go. Guke wichtig und richtig. Und Thiago. Schade, ich dachte so bei Torz habe ich ein bisschen große Augen gemacht wegen spanischen Nationen, so Premier League, cool. Aber nee, Seko baut langweilig. Alles gut, Seko, alles gut. Wahrscheinlich langweilig, meine Freunde. Let's go. Okay, Freunde, wir kommen zu den Außenverteidigern. Das ist ja eigentlich meine Spezialität. Mal schauen. Ich hoffe, du hast. Ich habe hier eine Torz-Karte aufgeschrieben. Ich hoffe, du hast bis jetzt mal auf die Torz-Karte gegangen hier. Ja, Spezialität, gucken wir mal. Ich werde definitiv eins bei dir snipen. Aber erstmal Heimspieler hier. Und so auf der linken Seite haben wir den Carvajal, mein Freund, ja. Und auf der rechten Seite haben wir den Inform Trippier. Aha, geh doch mal auf Tots, Brudi. Livramento auf Tots-Karte gegangen und Moreno. Schade, Mann. Du spielst hier gerade ein Full-Team gegen mich. Das klappt ja wieder gar nicht. Ja? Ich bin aktuell so ein Loser geworden. So ein Loser. Es ist unfassbar. Ich habe, glaube ich, die letzten zwei SBBs verloren. Es ist wirklich Loser. Normalerweise, ich hatte, glaube ich, 11er Winstreak und jetzt 2 Niederlagen in Folge. Und das sieht gerade nicht so gut aus, sage ich euch ehrlich. Okay, Freunde. Machen wir weiter mit meinen Außenverteidigern. Und auf der linken Seite habe ich einen Franzosen. Road to the Knockouts-Karte hat der Mann. Ist Amavi. Und auf der rechten Seite ist es, der gute alte Mann, der mich in der Weekend League immer trägt, Kyle Walker. Schade, schade, schade. Ich habe rechts James und links Weindal. Weindal heißt er, glaube ich. Hast du beide nicht? Ja, ich habe beide nicht. big. Dann können wir ins Richtung Finale gehen. Es wird langsam spannend. Final. Gucken wir mal, ob ich noch jemanden... Finale, Freunde. So, guck mal, wem du da hast. Vielleicht ein paar Franzosen, ein paar Spanier. Ich habe LIV, Todibo, RIV, Ruben Diaz und im Tor Mucho Magnon. Laporte? Sorry. Mein Spanier? Lafont habe ich im Tor. I'm sorry. Lafont hast Lafont. Du? Okay. Hast du den aufgeschrieben? Ich bin so dumm, ne? Naja, egal. Ich habe Laporte und zweimal Todibo auf der Tabel zu stehen. Eigentlich sollte der... Hast du Todibo stehen? Ja. Und Mandanda sollte ich noch, aber ja. Richtig, Todibo habe ich. Zweimal Todibo geschrieben. Also. Zweimal Todibo? Ja. Zweimal Todibo und einmal Laporte. Ja. Warum? Ich war mir so sicher, weißt du, was ich meine? Hast du den Torwart jetzt gar nicht aufgeschrieben, oder was? Ich hab voll vergessen. Aber hättest du davor aufgeschrieben, also hättest du dich geärgert? Nein. Ich hab ja auch bei Food bin hier Mandanda. Okay, dann ist ja nicht so schlimm. Okay. Aber zu Todibo weg und dann Bronze-Innenverteidiger. Bronze-Innenverteidiger, okay, warte, kriegst du. Da, Esteve übernimmt den Job. So, ich halt mal rein bei dir. Es steht 2-0 für dich gerade, also es könnte jetzt eine entscheidende Runde, also so Full-Team wäre schon kacke, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, ich bin auch kein Vorhersager, wenn ich dir jetzt sage, dass ich einen französischen Innenverteidiger mir wünsche. Einen französischen Innenverteidiger? Also in FIFA 22 gibt es, glaube ich, 30 gefühlt französische Innenverteidiger, aber eins ist der Varane zum Beispiel. Ja. Unter anderem ist der Todibo, ja, den du auch hast. Ja. Und im Tor Mandanda. Konaté, Kurt Zuma. Und weil du gehst manchmal, guck mal, eben Trippier in Form. Warum geht man da nicht auf Livramento Tots? Dann denke ich mir so, okay, er geht wieder so auf Oldschool, deswegen. Konaté, alte Karte. Aber auf einmal geht er mit Totzkarten, Digga. Seko, du baust gut, muss man sagen. Also man kann es nicht predicten, was du jetzt hinaus willst. Kannst alle spielen, Digga. Mein Gott. Richtig und wichtig. Ja, Freunde. Danke. Damit steht es 2-0. Salah Totz ist in Gefahr. Bock gar nicht. Ich lade dich ein und wir gehen rein. Let's go. Leute, wir gehen rein. So. Game. Komm. Ich bin heiß. Auf geht's. Komm nu. Wo ist denn der Salah? Hier, guck mal. Zack. Oh. Okay. Der Todibo mit Zopf. Super gemacht. Komm langer. Und jetzt kommt die Flanke. Doch nicht. Nee. Komm. Oh mein Gott. Mohamed Salah Butragueno Salah. Oh, Lafont. Richtig, nochmal nachgefasst, Digga. Lafont. Und jetzt Mosala. Was? Er reicht doch langsam hier. Hallo! Was? Oh mein Gott, ist das krass, das ist eine Karte! Oh mein Gott, was ist das für eine Karte? What the fuck?
jetzt gar nicht Salah, das ist ein Junge. Komm, Salah! Oh, der ist auch gut, da wollte ich dich hinspielen, aber... Danjuma. Komm. Komm, Danjuma. Komm, ja. Geil. Ja, ja, mein Torhüter schießt! Torhüter! Glück gehabt, dass der nur den Keeper hast. Jetzt! Nein. Putra Guido! Da ist der Junge, 1-0. Mein Gott, ey. Mein Gott, ey. Komm, oh. Salah. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Bitte. Ich muss ihn machen. Mit rechts. Salah. Lupfer. Nein. Oh, mit rechts. Warum hast du ihn auf rechts gelegt, Digga? Der hat doch gefühlt... Oh. Obwohl, der hat 4 Sterne. Weak Foot, haben wir gerade noch abgecheckt. Der hat 4 Sterne, Bruder. Oh, Matt. Oh mein Gott. Oh! Digga, einfach mal 3 gedrückt. Mohamed Salah, Totti, Tots ist einfach durch. Ihr könnt nichts machen. Sehr gut, du konntest nichts machen, oder? Einfach R2 gedrückt, das Ding war durch. Oder lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein. Komm, geh. Gut dran. Gut dran. Jetzt aber. Rice, Bruder, nein, was machst du? Aber wird nicht. Oh mein Gott, verlängert. Jetzt. Und weg. Und weg ist er. Und weg ist er. Nein. Oh. Er ist immer noch schnell. Auch 107. Minute sprintet er an ihm vorbei. Das Geist ist gestört. Oh mein Gott. Gott sei Dank sieht das Foul auch nicht. Das wäre ein sicherer Discard gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stand so ein Pass weg, Mann. Oh mein Gott. 117. Rice, Junge. Ich stand so ein Pass weg, Digga. Oh, ich stand doch so im Passweg drin. Nein! Nein! Richtig. Oh, Mann. GG. GG, Bro. Let's go. Ja, bin ready. Ich hab umgestellt, Bro. Let's go, komm. Okay, du hattest die 4-3-3 auch, ne? Ich habe mit 2 Bronzespieler übrigens gespielt. Oder nee, mit einem, ne? Ich bin ehrlich, du den 1 hast vergessen. Eigentlich habe ich den Tudibo gesniped, aber egal. Schwör? Ja, ich habe doch 2-mal Tudibo so gespielt. Hä, warum sagst du nicht direkt, dass ich Tudibo, dann Gott sei Dank habe ich verloren, hä? Warum? Oh mein Gott. So, Hey, sag das doch früher, warum sagst du es erst zu spät? Aber gut, jetzt kannst du ihn snipen, so ist auch geil für dich. Ja, wer sagt denn, dass ich jetzt Tolibo snipe? Ich snipe den Salah jetzt. Ja, genau. Also. Linker Innenverteidiger. Oh mein Gott. Ich habe das Leben kurz an mir vorbeirauschen sehen. Links, wo du links gesagt hast, ne? Mo Salah, Ruben Dias Tots und Tolibo. Alle auf links. Linker Flügel, linkes Mittelfeld, linker Verteidiger. Du hast Kyle Walker getroffen, das sind aber auch 400.000 Coins. Alter. Ordentlich verkehrt, Walker. GG, Alter. 400.000 Coins, Digga. Boah. Das tut wieder richtig weh. Naja, ich habe Losing Streaks seit 3 Spielen jetzt. Wir müssen da durch. Irgendwann kommen auch wieder die Winning Streaks. Ja, ich gebe dem ab. Freunde, ich kann nur noch darüber lachen, Digga. Ich habe einfach jetzt in den letzten 3 Tagen, halte ich fest, ich habe über 4 Millionen Coins jetzt gerade, oder 3 Millionen. Ey, so. Perfekt, Digga. Kann ich wieder FIFA Points aufladen? Ich werde wahrscheinlich nie wirklich richtig. Naja, wer weiß, vielleicht hast du ja bei mir noch. Dings hier. Vielleicht hast du ja bei mir noch discarded. Wer weiß. Vielleicht sind es dann 5, 6 Millionen, Bruder. Kann auch noch passieren. Das nehmen wir jetzt nämlich das Rückspiel auf. Ich check das gerne ab. Link ist in der Videobeschreibung. Freunde, es war wieder eine Freude. Lasst keinen Daumen da. Ich bin absolut im Loch, Digga. Das Spiel war es komplett. Freunde. Wir sind raus. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.